Liebe Gemeinde in Kettwig, wir hatten uns schon auf die Weihnachtsgottesdienste hier in der Kirche gefreut. Und wir hätten gerne gemeinsam O du Fröhliche angestimmt. All das wird es in diesem Jahr so jedenfalls nicht geben. Wir möchten Sie an dieser Stelle vom Fahrteam aus herzlich grüßen und Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest wünschen, wie auch immer Sie das feiern werden. In der Vorweihnachtszeit haben diese Krippenfiguren uns daran erinnert, dass wir alle eingeladen sind, zur Krippe zu kommen. Jeder von uns hat einen Platz an dieser Krippe. Und zum Weihnachtsfest hören wir die Worte des Engels: Fürchtet euch nicht, euch ist heute der Heiland geboren. Das sind Worte für unsere Herzen und wir wünschen Ihnen, dass Sie diese Worte hören und mit Ihnen ein frohes Weihnachtsfest feiern können. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht. Das singen wir jedes Jahr in einer vollen Kirche, hoffnungsvoll, mit einer großen Freude. Dies Jahr stehe ich hier in einer leeren, stillen Kirche und höre das Lied ganz anders. Alles ist anders, als wir uns vorgestellt haben. Aber Gott kommt hier zu mir, in einer stille, leeren Kirche oder zu Ihnen und euch in eurer Wohnzimmer unter den Tannenbaum oder um den Esstisch. Gott ist da, still, heilig und unerwartet kommt er. Er kommt anders, als wir es uns vorstellen. Das war auch so in dieser stillen, heiligen Nacht in Bethlehem. Maria hat sich das auch anders vorgestellt. Sie hätte einen sicheren Ort bevorzugt, ein Bett und warmes Wasser, eine Begleitung, Unterstützung und Hilfe. Aber doch bitte nicht ein Baby in einem Stall zur Welt bringen, im Dreck, in die Unordnung, in Einsamkeit und Angst, wenn es nach Schweiß, Blut und nach Tieren riecht. Sie hat keinen Platz in der Herberge, das hat Maria anders erwartet. Sie muss umdenken und nehmen, was da ist. Und das ist alles anders, als man gewohnt sein könnte beim Kinderkriegen und bestimmt anders, als sie sich gewünscht hat. Doch Gott erscheint im Stillen,
in Einsamkeit, in Dunkelheit und Angst. Das erleben wir dieses Jahr ganz besonders, wie Maria es vor 2000 Jahren erlebt hat. Mitten im Dunkeln erscheint Gott im Gesicht eines Kindes in der Krippe. Nicht mächtig und groß, sondern sanftmutig und klein. Bei diesem Kind spricht uns Gott seinen Frieden zu. Fürchtet euch nicht. Gott ist da. Heute ist uns der Heiland geboren. Bei diesem Kind haben wir wieder die Fähigkeit zu hoffen und zu träumen. Mit diesem Kind in der Krippe erträumen wir eine neue und andere Welt. Sehnen wir uns nach Frieden, nach Freiheit, nach Gerechtigkeit und Gemeinschaft. Das Kind lässt uns dies Jahr und besonders jetzt hoffen und träumen. Gerhard Schöner beschreibt diese Fähigkeit zum Träumen. Er sagt: Lass uns eine Welt erträumen, die den Krieg nicht kennt, wo man Menschen aller Länder seine Freunde nennt, wo man alles Brot der Erde teilt mit jedem Kind, wo die letzten Diktatoren Zirkusreiter sind. Lass uns eine Welt erträumen, wo man singt und lacht, wo die Traulichkeit des anderen selbst traulich macht, wo man trotz der fremden Sprache sich so gut versteht, dass man alle schweren Wege miteinander geht. Lass uns eine Welt erträumen, wo man unentwegt Pflanzen, Tiere, Luft und Wasser wie einen Garten pflegt, wo man um die ganze Erde Liebesbriefe schreibt. Und dann lass uns jetzt beginnen, dass es kein Traum bleibt. Das ist Weihnachten, Hoffnung und Träumen. Ich wünsche Ihnen und euch, liebe Gemeinde, trotz allem, was wir dieses Jahr erleben müssen, frohe Weihnachten. Die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium im 2. Kapitel. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger.
Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herden. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Ich stehe an deiner Krippe. Liebe Gemeinde in Kettwig und auch weit darüber hinaus, Weihnachten 2020. Wie notvoll und wie schade. Kein stimmungsvoller Weihnachtsmarkt, keine heimelige Atmosphäre an Heiligabend hier in unserer Kirche am Markt, kein gelassenes Beisammensein in großer Familienrunde am Heiligen Abend. Wie soll da Weihnachten werden, wo alles Vertraute, alles Schöne, alles Heimelige nicht stattfinden kann,
Allerdings in der ersten Weihnacht war es auch nicht heimelig, auch nicht friedvoll, auch nicht gemütlich. Futtertrog statt Krippe, Bretterbude statt Palast, stinkende Hirten als Gäste. Und das war ja noch nicht alles. Direkt danach muss die heilige Familie die Flucht antreten, nach Ägypten, Asyl beantragen. Und ein machtgieriger König Herodes geht über Leichen in Bethlehem. Wie aktuell, wie wirklich. Flüchtlingslager in Griechenland und anderswo. Machtgierige Politiker in Russland, in den USA und anderswo, die auch über Leichen gehen. Und dann die Corona-Toten, immer mehr, immer mehr. Damals wie heute, Weihnachten mitten in der Realität, mitten in der Not, mitten in dieser Welt. Liebe Gemeinde in Kettwig und weit darüber hinaus, das Besondere an Weihnachten ist nicht die Stimmung, ist nicht die Atmosphäre, ist nicht das heimlich Schöne. Das Besondere an Weihnachten ist das Kind, ist dieser Jesus. Dieser Jesus, den später die Leute den Christus nennen, diesen besonderen von Gott Gesandten, dieser Einzigartige, dieser, der sagt, in mir begegnet Gott selbst. Das ist das Besondere an Weihnachten, dieser Jesus. Interessant ist, dass alle Evangelisten, also Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und auch Paulus, beim Beschreiben dessen, was Jesus ist und wer Jesus ist, sich immer wieder berufen auf den Propheten Jesaja. Der schreibt: Der Gottesknecht, der Gesandte Gottes, ist ein Mann voller Schmerzen und mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Das ist Jesus, der Krankheit und Schmerz auf sich trägt, lädt und trägt. Jesus ist dieser Gott mit uns, Gott mit Ihnen und Gott mit mir. Der trägt, auch die Frage selber stellt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der gerade jetzt in dieser Corona-Not, in diesen Corona-Nächten da ist, Schmerz und Krankheit mit aushält, ganz bei uns, ganz Mensch. Kein Sicherheitsabstand von 1,50 Meter oder 2 Meter, keine Corona-Berührungsängste, sondern der Gott, der da ist, der mit Ihnen und mit mir ist. Ein menschlicher und auch ein leidender und ein sterbender Gott. Nicht apathisch, sondern sympathisch. Dieser Jesaja-Text, der eine große Rolle spielt bei den Evangelien, geht folgendermaßen weiter. Nachdem dieser Gottesknecht, dieser Gesandte Gottes vieles ertrug, erblickte er das Licht, das Osterlicht. Mein Knecht, der Gerechte, macht alle Menschen gerecht und lädt alle ihre Schuld auf sich. Liebe Gemeinde in Kettwig und weit darüber hinaus, die vielen Lichter, die wir in der Advents- und Weihnachtszeiten anzünden, deuten auf diesen Jesus hin, der das Licht ist, der das Osterlicht erblickt und der Ihnen und mir das Osterlicht bringt. Deshalb sind Weihnachten und Ostern miteinander verbunden durch diesen Jesus Christus, der Licht bringt in die Weihnacht, in die Corona-Nacht und auch in die Todesnacht, das Osterlicht. Deshalb können wir Weihnachten feiern. Nicht wegen der Stimmung, wegen der Atmosphäre, sondern wegen diesem Jesus, wegen diesem Kind, wegen diesem Mann am Kreuz, wegen dem, der am Ostermorgen im Licht Gottes dasteht. Darum dichtet Paul Gerhardt: Heute geht aus seiner Kammer Gottes Held, der die Welt reißt aus allem Jammer. Gott wird Mensch, dir Mensch zugute. Gottes Kind, das verbindet sich mit unserem Blute. Die ihr schwebt in großem Leide, sehet, hier ist die Tür zu der wahren Freude. Fasst ihn wohl, er wird euch führen, an den Ort dahin fort euch kein Leid wird rühren. Die ihr arm seid und Elende, kommt herbei, füllet frei eures Glaubens Hände.
Hier sind alle guten Gaben und das Gold, da ihr sollt euer Herz mitladen. In diesem Sinne, ein gesegnetes Weihnachtsfest Ihnen allen. Ich lag in tiefster Todesnacht, du warst meine Sonne, die Sonne, die mir zugebracht Licht, Leben, Freud und Wonn. Wir beten. Da liegen sie schon, die Geschenke eingepackt, und mit einem Stern darauf, es kann Weihnachten werden. Gott, so komm zu uns in unserer Welt, du, unser größtes Geschenk, für unser Leben aus dem grauen Alltag in das Licht der Freude. Lass einen Stern aufgehen und unser Leben glücklich werden. Amen. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Gott segne euch und behüte euch. Gott lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. Musik.